Lächelster, willkommen zurück zu einer neuen Folge Hellblade. Ja, wir haben in der letzten Folge eine Rune in der Dunkelheit gemacht und uns fehlen noch zwei. Ich hoffe, das werden wir heute schaffen. Wir gucken uns mal hier so ein bisschen um und schauen, was es so für uns hier zu entdecken gibt. An hier, weil die Dunkelheit möchte uns ja heimholen, heimsuchen. Okay, typisch. Achso, wir sind wieder am Anfang. Okay. Ich weiß nicht, sind sie richtig oder? Ich glaube nicht. Ich weiß absolut nicht, was ich jetzt machen soll. War noch eine andere. Gehen wir mal hier lang. Na komm. Und da unten waren wir. Da haben wir ja die erste. Gehen erstmal hier lang. Dann sind wir wieder am Anfang. Okay, hier waren wir noch nicht. Oder ich beziehungsweise. Und hier. Überall Blut. Och nö, ne? Ey, ich häng fest hier. Ach, geht das schon wieder gut los heute. Ich kann hier nicht ausweichen, wenn ich... Was ist denn jetzt los? Bin ich jetzt gestorben, weil ich da nicht wegkomme, oder was? Oh, ey, das ist nicht wahr. Do you think you can keep away from the shadow?
doch ausgewichen. Hallo, weich doch aus, Mensch. Ach ey, immer auf engen Räumen kämpfen wir. Cool, wie der, wie ich ausweiche und nichts passiert. Hallo, ey, wie oft soll ich denn ausweichen drücken? Das macht überhaupt keinen Spaß. Hoch mit dir. Los! Nochmal den ganzen Scheiß, ey. Ich bin gleich zurück. So, ich hab mich schon mal eben den Figuren entledigt. Es kann weitergehen. She has it. She did it. She's done it. This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night, the faces in the dark coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. So, wo ist denn zuletzt geworden? Wo ist die letzte Runde? Gehen wir hier hoch und gucken mal hier. Her torch is going out. No, it's not. She hasn't got much time. Burn out. She's too slow. It's not going to burn out. The darkness will come again. Er sagt mir jetzt nicht, meine Fackel geht aus. Hier ist kein Licht mehr. I don't remember. I was only five. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? Okay. It's a trap. The beast is coming. Alter, was ist das denn? Ja, renn doch mal los, Mädchen.
suffered as a child at the hands of your father, and no one pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Dillion. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dillion. Stimmt hier lang, sag ich doch. Where is she going? The beast is down there. No, no. She knows the beast is down there. What is she going towards? He's always watching you. You're never safe from him. You can feel him. Be careful. She needs to find him. She's found it. She's lost it and she has to find it. Do you need the torch alight? Okay, aber nur ein. Ach nö, ne? Weich doch mal aus, Mädchen. Ist doch nicht mehr. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt verrecke doch, Junge. Ey, wie viel kommen denn hier? Warum? Der regt mich. Dieser dumme Volltrottel regt mich auf hier. Hallo, darf ich
ausweichen. Jack ist echt nicht dafür gemacht, in engen Räumen mit denen zu kämpfen. Ja, noch ein. Herzlichen Glückwunsch. Was das jetzt? Danke. Ich würde gern Rätsel lösen und mich hier nicht bei dem Spiel durch die Botanik dreschen. Doch mal an, Mensch. Ach, wie komme ich denn da hin? Echt? So ging das? So kann ich mich aus meinem Körper rausbewegen und Dings öffnen. Oh, ich wette, jetzt kommt die Finsternis wieder. Sag ich doch. Lauf, Mädchen, lauf. Ach, war ja so typisch. Ich würde den Kopf einfach liegen lassen und nach Hause gehen. Oh, jetzt nicht mal. Lass. Oh, eine Rune. Ich habe bestimmt schon wieder welche verpasst. Welche ist das denn? Ja. Ein Haufen verpasst. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so,
But when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. What's she doing? She's lighting the torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. She'll be safe. What's her plan? What? What's she thinking? We have to get there. Nicht von da oben runter gucken. Ich komme hier nicht mehr hoch, ne? Nee. Ach, Scheiße. Gewusst. Mein Gott, nervt mich doch mal nicht, Frenchen. Kein Wunder, dass sie alle durchdrehen, ey. Ich würde auch durchdrehen, wenn alle Stimmen in meinem Kopf so auf den Sack gehen würden. Ja, komm, nimm auf. Piu. Dann halten wir das. Help but think of him. A tender guiding flame in a world so black. Mal kurz warten. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Keep the torch alight. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, Sigurd should eat the heart himself. Rian wants Fafnir.
touched at heart and takes Fafnir's treasure. Nur Schattenhände, die nach mir greifen. Ich habe einen Quest. To ride to Hinderfell and find Brynhild, the Valkyrie. Echt jetzt, die Fackel geht nicht aus. I'm coming for you. I'm coming. Lady, da ist etwas, was uns holt. Echt jetzt, wir müssen. Der sieht so ein bisschen aus wie aus Pack der Wölfe. Ist das ein Monster? Glaubst du, ich sehe dich nicht oder was? Okay. Ob ich das beim ersten Mal schaffe. Oh, der hat mich getroffen. Hallo, darf ich jetzt? Danke, ich wurde nämlich... Wo bist du? Nicht mit mir, Kollege! Nicht mit mir! Bam, bam, komm, immer. Immer auf deinen Kopf. Oh Gott, ey, das hab ich jetzt nicht erwartet. Wo bist denn du? Alter Falter. Komm, steh auf, Mensch! People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed,
she wouldn't have survived. But maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shut up. Listen. But believe this. It was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. Your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain. As deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. I know. Puh, ich bin ganz schön oft gestorben. Aber das war's für heute. Ich glaube auch langsam, wir sind stehen dem Finale verdammt nah. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. Darf ich? I'm not here to fight my past. Kurva. I'm here for Dillion. Darf ich? I will fulfill my vow. Whatever the cost. So, also das war's erstmal für heute. Wie es weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge. No, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut. Tschüss.